Ziel, verdammt. Italienisches System. Fahren nach dem italienischen System. Heißt der erste vorne in der Schlange, unser Führungsfahrzeug, gibt uns an, in welche Richtung wir fahren müssen. Das kommt jetzt irgendwann. Dann heben die einen Pfeil raus. Dadurch wissen alle anderen, wo sie langfahren müssen. Jetzt haben wir den Pfeil gekriegt, nach links. Wir bleiben jetzt so lange stehen, bis alle Fahrzeuge an uns vorbei sind. Und ja, dann kommt das letzte Auto. Das letzte Auto gibt uns nochmal Lichthupe oder irgendwas, irgendein Zeichen, damit die wissen. Sagen, dass wir das letzte Fahrzeug sind. Da müssen wir gerade ein bisschen warten. Können wir ja mal ein bisschen hier die Nachbarn ärgern. Da kommt wieder einer. Einfach nur geil. So, gelbes Auto kommt. Einscheren. Ja, das ist das italienische Prinzip. Hinter uns fährt jetzt noch ein Fahrzeug. Welcher darf jetzt auch wieder einscheren? Der ist auch neu. Der war auch neu. Aus Donauwörth. Und hier sieht man es halt. Das ist total geil, weil eigentlich bleiben immer alle zusammen. Einmal habe ich es erlebt, dass welche verloren gegangen sind. Das war 2014 beim Deutschland-Meeting. Da gab es irgendwann, da ist einer falsch abgebogen. Und dem sind dann einige hinterhergefahren. Und dadurch gab es dann irgendwann zwei Gruppen. Wir haben es zum Glück irgendwann gemerkt. Das macht ziemlich viel Laune.